Perfekt vorbereitet. Tag der Deutschen Einheit. Stuttgart, gestern 8 Uhr früh. Er hat wenig geschlafen. Jetlag. Ilya Trojanow ist wieder daheim. Die Amerikaner wollten diesen deutschen Schriftsteller nicht. Ich fühle mich als Unerwünschter, aber es ist natürlich auch Ausdruck dessen, dass die Behörden, Geheimdienste, Regierung, wer immer diese Entscheidungen mitträgt, tatsächlich das Wort eines Schriftstellers, eines Autors, eines Wissenschaftlers ernst nehmen. Trojanow war eingeladen zum Germanistenkongress in Denver. Von Brasilien aus wollte er dorthin. Am letzten Montag vermeldete er, sein Flug ging ohne ihn. Die USA verweigern die Einreise. Trotz gültigen Visums und ohne jegliche Angabe von Gründen. Warum? Vielleicht deshalb. Trojanow engagiert sich seit langem gegen Totalüberwachung, kritisiert die US-Politik wie auch die deutsche Regierung. Zuletzt als Mitinitiator eines offenen Aufrufs von Schriftstellern an Angela Merkel in Sachen NSA endlich zu handeln. Mehr als 70.000 Unterschriften. Ihre Reaktion steht noch aus. Ich glaube, dass es ein fataler Fehler dieser Bundesregierung ist, zu glauben, dass Freundschaft Untertänigkeit bedeutet. Und ich glaube, dass eine solche Passivität und eine solche Duldsamkeit Wasser auf den Mühlen eines Anti-Amerikanismus ist, der tatsächlich quasi als eine besonders kultivierte Form von Rassismus gefährlich ist. Und deutliche Forderungen an die Amerikaner würden sie letztlich an ihre eigenen Ursprünge erinnern. Gerade die Wertschätzung von bestimmten Aspekten amerikanischer Kultur und amerikanischer Tradition sollte, und aus diesem Geiste heraus, sollten wir die amerikanische Außenpolitik nicht nur kritisieren, sondern auch ganz klar sagen, wo wir Übergriffe feststellen. Aspekte hat nachgefragt. Im Kanzleramt, bei der US-Botschaft, auch in den USA. Nirgends eine Information oder Stellungnahme zur Causa Trojanow. Auch das Auswärtige Amt schweigt und verweist auf die Äußerung seines Sprechers vom Mittwoch. Wir sind natürlich daran, dass die Sache aufgeklärt wird und wir da zu einer Lösung kommen. Auch der Whistleblower Edward Snowden postet derweil den Fall und kommentiert trocken, Freiheit und Demokratie sehen anders aus. In Stuttgart gerät Trojanow mitten hinein in den Einheitstrubel und die Protestkultur. Drinnen vollführen die Politiker, abgeschirmt von den unzähligen Besuchern, ihre Rituale. Draußen nutzen die Gegner von Stuttgart 21 den Anlass zum weiteren Aufbegehren. Ein Bahnhof, das ist ein sichtbares Übel. Datenklau und Missbrauch sind schwerer zu greifen. Wohin die Sammelwut der Dienste führt, einer wie Trojanow hat das nun am eigenen Leib erfahren. Seit 9/11 werden die Bürgerrechte in Amerika zunehmend zur Farce. Trojanow ist beileibe nicht der Erste, der auf die ominöse No-Fly-Liste der Amerikaner geraten ist. Es sind zigtausende. Selbst Nelson Mandela war dort aufgeführt, bis 2008. Das Problem ist, Reisende erfahren niemals, wie der eigene Name auf dieser Liste gelandet ist. Und genauso wenig, wie man wieder von ihr runterkommt. Kafkaesque. Die mangelnde Kommunikation und die Tatsache, dass keine US-Behörde irgendwas von sich gibt, ist, glaube ich, Beweis dafür, dass wir es ja mit einem Staate im Staate zu tun haben. Dieser Staat im Staat hat einen Schutzwall und dieser Schutzwall ist erbaut aus der Geheimhaltungspflicht. Alles, was passiert, betrifft die nationale Sicherheit. Insofern darf man keine Informationen nach außen geben. Weil dem so ist, kann natürlich auch nichts überprüft werden. Und wer dann verlangt, dass in irgendeiner Weise etwas in die Öffentlichkeit gerät, ist eigentlich fast schon ein Vaterlandsverräter, denn er will diese wichtige, notwendige Arbeit in irgendeiner Weise unterminieren. Schriftstellerkollege Josef Haslinger ist auch in Stuttgart. Als Präsident des Deutschen PEN ist er zwar eingeladen zum Festakt, nach Feiern ist ihm aber nicht. Was Trojanow widerfuhr, kann jedem passieren. Das ist eine öffentliche Angelegenheit, das gehört der Respublika und dort muss es bleiben. Das kann nicht wieder in irgendwelchen undurchsichtigen Verhandlungskanälen verschwinden, sondern das ist etwas, was die gesamte Bevölkerung betrifft.
Hier gibt es eine gigantische Dimension, die im Verborgenen sich abspielt. Da gibt es von allen Ländern und Bundesländern und vom Bund gibt es Datenschutzbeauftragte. Ja, was ist mit denen? Was ist mit denen? Wo sind die hingekommen? Ja, es gibt keinen Datenschutz mehr, aber es gibt Datenschutzbeauftragte. Also hier liegt eine Inkompatibilität der Politik mit den realen Verhältnissen hervor, die unglaublich ist. Sein Fall macht deutlich, Totalüberwachung ist Realität. Übrigens, Ilya Trojanow will umgehend wieder ein Visum für die USA beantragen.